Willkommen zurück zu Eternal Legends. Wir sind hier im Actania-Tempel, müssen uns da durch diese Flammen und Fallen und Geheimnisse durchschlagen, um einen weiteren Teleporter zu finden, der uns wieder auf einen anderen Kontinent bringt. Ja, mal schauen, ob das so klappt. Keine Ahnung, ob der Weg noch weit ist oder unmittelbar kurz bevor. Beim neuen Kontinent dann jedenfalls. Oh, hier wäre ein Speicherpunkt gewesen. Das ist super. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nicht zurückrennen müssen. Naja, egal. Macht nix. Speichern. So. Wenn man hier speichern kann. Dreimal Antidot. Bedeutet das irgendetwas? Wie geht's denn hier weiter? Hier ist, da oben sehe ich einen Eingang, aber... Okay, vielleicht ist hier unten noch irgendwo ein Durchgang. Nein? Das geht ja gut los. Moment. Ist das ein Geheimnis? Kann ich nicht irgendwie einfach runterspringen mal? Wäre zu einfach, ne? Hier kommen wir nicht durch. Das ist jetzt... ein bisschen verwirrend für mich. Okay. Dann gehe ich mal zurück. Da war ja jetzt nichts Großartiges. Hätte ich hier was übersehen können? Nee, glaube ich nicht. So, und dann kommen wir ja gleich wieder hier hin. Ach, da oben ist noch ein Weg, Mensch. Alles klar. Dann haben wir ja alles richtig gemacht. Oder vielleicht auch nicht. soll ich das wirklich glauben, dass hier gar nichts ist? Ich weiß ja nicht. Einfach so einen sinnlosen Gang mit nichts. Gar nichts. Scheint. Okay. Wirkt fast so, als hätte ich vielleicht irgendeinen Schalter oder so. Aber nee, was soll ich denn für einen Schalter vergessen haben? Hier doch nicht. Ja, und das letzte Mal sind wir den linken Weg gegangen, um überhaupt hier hinzukommen. Okay, gut, das war jetzt in dem Fall gar nicht so schlimm. Ich wollte ja rüber. Und rechts war ja... Ach nee, jetzt sehe ich das erst, Mensch. Rechts war ja versperrt. Da konnten wir das letzte Mal gar nicht hin. Also geht's hier weiter, alles klar. Und erst zum Schluss wird es wahrscheinlich in der goldenen Mitte irgendwie funktionieren. Hier sind jetzt alle vier Schalter. Und einen Drücker. Dann probiere ich das mal. Gut, vielleicht ist jetzt in der Mitte ja der Zugang offen. Aber wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Okay. Das ist manchmal echt blöd gemacht, ne? Jetzt habe ich mir angewöhnt, dass so Nischen ein Ausgang oder beziehungsweise ein Weitergang sein können. Und jetzt ist da auch mal einfach mal nix. Hätte man irgendwie kennzeichnen sollen, finde ich. Aber egal. Oder wenn es so wie hier zum Beispiel immer mit dem Kartenrand halt so ergänzen, dann ist es ja sehr eindeutig, dass es hier weitergeht. Aber so sieht das immer so, ja, dicht halt aus. Naja, egal. Ich will nicht rummosern. Habe ich eh schon oft genug gemacht in dem Game. Dabei ist es ja gar nicht so schlecht. Im Gegenteil, es macht Spaß. So, vielleicht ist jetzt hier oben was. Durch unser Gedrücke. Nein, da ist nach wie vor nichts. Okay. Dann hoffe ich doch sehr, dass jetzt unten was ist. Ansonsten hätte uns das nichts gebracht. Und wir müssten an einer anderen Stelle weitersuchen. Das sieht gut aus. Nochmal speichern, vielleicht passiert hier jetzt mal was. Oh, die Musik klingt ein bisschen beunruhigend, aber das mit den Statuen, das kennen wir. Wir haben es, glaube ich, geschafft. Zeichen der Macht geben dir Kraft. Alle Tempel, alle drei geben dir Zugang zum Geheimnis. Ah, also mehr wie drei gibt es auch nicht, gut zu wissen. Wie wichtig ist es für uns denn, zum Geheimnis zu gehen? Ich halte es für völlig irrelevant, dorthin zu kehren. Erstmal müssen wir Shinobi retten. Wird Shinobi auch evakuiert? Sofern das möglich ist, schon. Ich hoffe, dass dort nicht schon akuter Ausnahmezustand herrscht. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass Zendubal, der Dämon, auf uns trifft. Wir haben sicher nicht die besten Waffen, um ihn zu besiegen, aber vielleicht ist es der Wille, der uns unschlagbar macht. Gehen wir erstmal weiter. Ja, gehen wir oder tun wir nur so? Ach so, das heißt, ich muss jetzt wieder zurück. Da ist wahrscheinlich ein neues Sternchen-Symbol.
Okay, dann gehe ich halt. Oh, kann das nicht hier schon sein? Ist jetzt echt komplett. Machen wir lieber nochmal testen. Nee, das ist nach wie vor nichts. Jetzt ein Fluchtzauber, ne? Das wäre es aber gut. Es gibt hier wenigstens keine Gegner. Das muss man dem Spiel auch mal zugute halten. Und folglich geht's ja relativ flott. So. Das sollte auch kein Problem sein. Zack, zack. Und dann sind wir schon fast draußen. Jetzt haben sie ja eigentlich stylisch gemacht. Ah ja, die Reise nach Sarases. Ein neuer Kontinent erwartet uns. Ich bin mal gespannt, wie lange das Spiel noch geht. Eigentlich ist es ja eine relativ flotte Weltbereisung. Aber ich kann es trotzdem nicht einschätzen. Wir kommen ja definitiv auch nochmal in die Menschenwelt. Aha. Okay. So. Solche Tempel-Teleporter scheinen ja eine gute Möglichkeit zu sein, schnell an andere Orte zu kommen. Aber wenn die Welt so zukünftig sein soll, wieso benutzt man dann keine Flieger? Flieger sind außerhalb der Schutzschilde nicht sonderlich sicher. Zendubal und seine Dämonenhorden, ihr versteht? Die Bürger sollen die Städte nicht verlassen. Metropolis, die Hauptstadt Arcanias, sollte Spielraum genug bieten. Auch wenn es nicht unsere Aufgabe ist, aber dieser Tempel können wir leider nicht abschließen. Diese Steine versperren uns den Weg. Hier liegt ein Zettel. Wir waren gestern im Tempel von Sarases und haben ihn verriegelt. Wir wollen nicht, dass die Dämonenbrut uns folgt. Den Schlüssel haben wir an eine Lichtung im Wald südlich des Schneegebirges versteckt. Lichtung im Wald südlich vom Schneegebirge, okay. Wir bezweifeln, dass die Dämonen das Schneegebirge passieren können. Wir werden uns genau zu diesem besagten Schneegebirge begeben. Hoffentlich bekommen uns die Kannibalen nicht zu fassen. Oh je, das gibt's auch noch. Nun ja, hierher zurück müssen wir aber das Rätsel des Tempels lösen. Nicht unser Problem. Das sollte nicht unser Problem sein. Aber ich denke, es wird hier da sicherlich eine Abkürzung geben. Keiner würde das Gebirge so oft passieren. Köpfe hoch. Wir kommen schon dann klar damit. Mensch, Phil, was ist nur auf einmal los mit dir? Jetzt bist du hier voll der Motivator geworden. Der sich aber meistens aus den Gesprächen zurückhält. Aber macht ja auch nichts. So, nee, da ist keine Möglichkeit zum Verschieben. Wollen wir mal. Erstmal den Schlüssel finden. Oh, erstmal hier ein bisschen noch umgucken, ne? Ist ja auch hier eine relativ angenehme Musik, muss ich sagen. Ah, da ist natürlich nichts. So. Da haben wir so eine Höhle. Da komme ich nicht durch wegen dem Geröll. Ja, knuffig gemacht, ne? Damit das ein Schneegebirge ist, haben sie jetzt da an dem braunen Bergding schnell so einen weißen Klacks drauf gemacht. Und schon ist es unser Schneegebirge. Sehr gut. Ja, vor allem sieht es so viel anders und kälter aus. Na gut, was soll's. Okay. Dann wollen wir uns mal umgucken. Ja, jetzt wird natürlich wieder gefightet ohne Ende. Leider habe ich ja nicht... Oh, Eisflammenkönig. Na, Wetter kann nix. Das wette ich mit euch. Na gut, dann werde ich ihn mal einheizen, würde ich sagen. Ist doch klar. Aber wir wissen ja, dass Elemente hier sowieso nichts ausmachen. Das ist immer das Gleiche. Obwohl, der Schaden war ordentlich. Vielleicht macht es dem ja doch was aus, wer weiß. Vielleicht haben sie im Nachhinein ja doch ein bisschen drauf geachtet. Na gut. Nee, ich wollte eigentlich nicht zurück. Es sei denn, ich möchte mal kurz hier links gucken, aber da ist auch nichts für mich. Komme ich wieder aufs Gleiche raus, okay. Lass mich raten, ich komme nicht an die Kiste ran. Woher wusste ich das nur? Okay, ich hoffe, dass ich da später noch rankomme. Ich könnte nach rechts oder ich könnte nach oben. Ich gehe mal nach oben. Ja, oh, das ist ja gemein hier. Die schönen Kisten. So, du bist natürlich ein ganz normaler Gegner. Ich werde jetzt mal angreifen, weil Ifrit gut und schöner was kostet halt.
Das Feuerlimit reicht aber leider nicht ganz. Müsste der Rest doch hinkriegen, oder? Nee, nicht ganz. Oh. Oh, da tut ja ein bisschen weh. Ja, immerhin. Das freut mich mal. Aber da kann ich mal viel haben. Der ist doch vorhin mit einem 400er Ifrit gestorben. Ja, gut. Gut, gut. Dann mache ich vielleicht zweimal Flammentanz. Dann war's das. Jetzt erstmal neue Gegner. Eiskrieger. Wollen wir mal. Normal. Feuer. Ach, das ist einfach doof, dass die Gruppe momentan so gesplittet ist. Ich hoffe, das ändert sich bald wieder. So. Moment, ging das. Ja, das ging auf alle. Gut. Ah, hier gibt's Äther. Nett. Wenn ich's nur mal bräuchte. So, da kommt man nicht rüber. Gut. Mal weiter hier. Hier scheint es auch. Ja, da scheint der richtige Weg zu sein. Kommt mir so vor. Wahrscheinlich müssen wir hier irgendjemanden töten. Irgendeinen Boss, damit diese Eisbarrieren ein Ende nehmen. Könnte ja sein. So. Greif nochmal an und du machst nochmal Feuerlimit, dann geht das ein bisschen schneller hier. Kostet ja nichts. Oh gut, jetzt haben wir es nicht gebraucht. So unterschiedlich kann es laufen. So, weiter nach oben. Ja, jetzt hat mal wieder ein Kampfgebiet und relativ großes Kampfgebiet. Da ist eine seltsame Kugel, die ist mir neu. Bin mal gespannt, was die jetzt gleich bringen wird. So, ich werde den Schaden bei den beiden mal ein bisschen aufteilen, mit der Hoffnung, dass beide gleichzeitig sterben. So. Jeder darf einmal. Und jetzt Feuerlimit den Rest. Ja, perfekt. So läuft die Sache. Schön. So, was ist das? Skellzellenschalter. Ah, ja, Rekas einsetzen, dann komme ich an die Kisten, richtig? Ich habe ja noch Rekas, ne? Rekas wurden eingesetzt. Okay. Ja, da unten war ja auch nochmal ein Rekafeld, aber da konnte ich jetzt noch nicht hin. Wahrscheinlich erst danach. Dann, ja, freue ich mich schon drüber. Ich frage mich jetzt, ob es bei allen weg ist oder nur bei diesem einen jetzt. Naja, wir werden es merken. So, gleiche Taktik wie vorhin. Jeder kriegt einen Gegner. Und Legol macht den Rest. Oder so. Tut's auch. Okay, da geht's eventuell weiter dann da hoch. Ah, ganz schön großes Gebirge. Na, jetzt holen wir uns erstmal den Schatz. Fünfmal Potion. Könnte jetzt natürlich auch. Ich guck jetzt eben mal schnell, ob die anderen Kisten jetzt auch offen sind. Das interessiert mich. Ja, sehr fein. 1500 Gil. Und außerdem hatte ich noch einen Weg rechts, wo es anscheinend nicht weitergeht. Da gehen wir jetzt auch noch schnell hin. 2000 Gil. So, was haben wir hier? Nix. Oh, immer diese Verarsche. So, die Gegner haben wir ja schon gemacht. Beziehungsweise, nein, haben wir eigentlich nicht. Da oben waren wir ja noch gar nicht. Naja, da kommen wir noch hin. Das heißt, wieder rüber. Oh, die Musik ist ja ganz schön, jetzt wo man sie mal länger hört. Fällt mir. Kommt mir auch wieder minimal bekannt vor. Okay, dann geht's nicht weiter. Dann gibt es nur diesen einen Weg. Oh. Was haben wir denn da? Shit, das sieht aus, als geht's ja nicht gut. Muckamuck, lecker Menschenfleisch. Ach, das sind die Kannibalen. Nun fuhr mal gerne Menschenfleisch. Mampf, mampf. Wir Kannibalen essen alles, was uns in die Gegend kommt. Oh Mann. Was sind denn das für Typen?
Das sind Kannibalen, der Abschaum aller Lebewesen. Sie haben sich vor uns distanziert und leben ihr eigenes Leben. Wartet, bis sie gehen, sonst sind wir ihre nächste Mahlzeit. Okay. Da, ich hab keinen Hunger mehr. Lass uns gehen. Gehen. Seltsamer Dialekt. Das arme Mädchen. Ich hoffe, sie hat nicht allzu lange gelitten. Solche Kreaturen gibt es nicht mal auf Inktus. Ich dachte, es wäre allgemein fortschrittlicher hier. Vielleicht ist es besser, wenn die Kannibalen unterentwickelt bleiben. So ist die Gefahr geringer. Ich glaube, sie sind gegangen. Dann mal weiter. So, ich werde mal gucken. Vielleicht hat die irgendwas. Die Organe hängen ihr schon raus. Der Körper ist blutverschmiert. Das waren die Kannibalen. Und sonst hat sie nichts. Nee, okay. Heftig, ey. Irgendwie habe ich die Befürchtung, dass wir die noch treffen werden. Aber an uns wird sich nicht verköstigt. Nein, nein. So, Gegner. Juhu. Da oben ist nix. Okay, gibt nur den einen Weg. Dann mal los. Hallo, Flammenkönigin. König. Der wievielte? Na egal. Attacke. Attacke. Feuer. So muss das. Genau so, nicht anders. Level 39. Gut. Next, please. Eiskrieger. Du, einmal du, presst du. Gut. Ja, das sind wie immer sehr einfache Gegner. Wenn wir jetzt die andere Gruppe noch dabei hätten, dann wären sie noch einfacher. Oh Gott. Würde ich mir gar nicht vorstellen. Ein schöner Hintergrund. Jo, schon lange nicht mehr gesehen. Tyrion. Ah, jetzt habe ich mich verdrückt. Shit. Das war falsch, weil Feuer 3 ging anscheinend nur auf 1, glaube ich. Und war natürlich nicht so effektiv. Na ja, gut, was soll's. Hat ja nichts gekostet. Halt, halt, halt. Jetzt machen wir... Ach, ist doch egal. Sterben jetzt eh alle. So. Wieder eine Adder. Die kann man ja echt gut farmen hier. Wenn man sie mal brauchen würde. Hallo Flammchen. Komm zu mir gefliecht. So, König. Warum hebt er sich eigentlich das eine Auge zu? Hat sich bestimmt eine Augenentzündung geholt, so eine Bindehautentzündung vor all der Kälte wahrscheinlich. Der arme König. Oh. Eine Runde Mitleid. Moment, nachdenken. Ja, komm, mach lieber. Er ist gestorben. Und wir haben Level 43 erreicht. Yay. Weiter geht's. Da-da-da-da. Da-da-da-da. So, ich hoffe, der Berg ist nicht allzu groß, ey. Ich hoffe, da kommt auch mal ein Speicherpunkt. Ich habe heute nämlich echt keinen Bock zu überziehen. Ich muss doch wohin. So. Ah ja, jetzt sind wir bei der Brücke, genau. Alles klar. Oh, muss hier kalt sein. Wir rennen immer mit den gleichen Klamotten rum. Furchtbar. So, die Steine sehen irgendwie wichtig aus. Als könnte man was damit machen. Ich bin mir aber nicht sicher. Feuerlimit. So, einen Fehler machen. Kabums. Okay, Materia, Feuerlimit. Als Trophäe.
Die Schlacht ist gewonnen. So, was kann ich damit machen? Nichts. Okay, schade. Ich hätte jetzt echt gedacht, was ist damit? Nein. Nichts kann ich tun. Nichts. Es ist einfach nur Zierde. Außer dieser Wolf. Der eigentlich gar keiner ist. Aber egal. So, die Wölfe sind wir natürlich doch schon einen Tick lieber. Die gehen viel schneller. So. Gut, da unten war nichts mehr. Das heißt, ja, weiter unseres Weges oder da oben vielleicht noch irgendein Geheimnis? Bitte. Och, bitte. Gib mir doch mal was. Dann halt nicht. Aber da unten ist es auf einmal nicht mehr so zugeschneit. Na sowas. Haben wir den... Ja, eindeutig. Wir haben den... Ollen... Das olle Gebirge hinter uns gebracht. Jetzt die letzten Gegner noch. Und dann mal schauen, wo wir rauskommen. Mein Bild flackert auf einmal so. Was ist denn da los? Nimmt's noch auf? Ja, ich denke schon. Naja, vielleicht habt ihr davon nichts gesehen. Ich weiß es nicht. Scheint, es ist irgendwas im Hintergrund aufgeploppt. Will mich nerven. Das ist gut möglich. Tod! Level 40. Yay! Okay, Eiskrieger. Eiskrieger des Todes. Ich mache euch fertig. Feuerlimit. Zum Glück haben wir die Dinger gekauft. Ich glaub zumindest, dass wir die gekauft haben. Ich hätte lieber so ein Ultima. Ein zweites. Das war halt nochmal eine Stufe besser, ne? Egal. Noch mehr krank aufgelevelt zu sein, ist vielleicht auch nicht das Beste. So, ja, da geht's noch ein Stück weiter, okay. Aber wartet mal, wo war denn jetzt eigentlich... Ich überlege gerade. Was war nochmal mit dem Schlüssel? Wo haben die denn versteckt? Wäre ein bisschen Panne, wenn ich da dran vorbeilaufen würde. Egal, ich gehe einfach mal weiter meines Weges. Ich glaube nicht, dass ich was übersehen habe. Kann ich mir nicht vorstellen. So. Da, passt. Hau raus. Möge dir ewig verbrennen. Der mir in den Weg gekommen seid und mich nervt. Und ihr seid viel zu viele. Schon wieder zwei. Ich muss aber clean. Ich kann es nicht anders. Und das Cutten wäre mir in dem Spiel echt zu blöd. Da würde ich mich ja, da würde ich ja mehr cutten wie spielen. Ne, das tue ich mir nicht an. Und es geht ja auch flott. Komm her. Ich habe übrigens jetzt endlich mal wieder offline privat mit was anderem angefangen. Ich habe ja unglaublich lange Hearthstone gesuchtet. Und ich suche es ja eigentlich immer noch. Ab und an. Aber ich habe mir gesagt, so, jetzt reicht's. Jetzt zockst du auch mal wieder was anderes. Und Hearthstone wird so nur noch ab und an eben wirklich. Wenn ich gerade so, keine Ahnung, so ein Viertelstündchen Zeit habe, dann vielleicht eine Runde Hearthstone. Das ist zumindest mein Plan. Ich hoffe, meine Sucht lässt das zu. Und ich habe jetzt wieder mit einem richtigen Spiel angefangen. Mit einem Rollenspiel. Mit diesen... Wie heißt es nochmal? Tales of... Dingens. Ja, es gibt ein paar Tales of... Könnt ihr ja jetzt mal raten. Aber ich glaube, ich habe es eh schon mal erwähnt. Ich, ja, ich habe fast jedes Tales. Aber ich möchte halt... von vorne anfangen. Und Tales of Phantasia für Super Nintendo habe ich halt... das ist das Einzige, was ich gezockt habe. Und jetzt muss ich ganz... krass von vorne anfangen. Und das ist eben ein PS1-Klassiker. Ich glaube, Tales of Eternity oder so. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Aber das habe ich angefangen und macht ziemlich Spaß, muss ich sagen. Bisher. Bin mal gespannt, was die Story noch so bereithält. Hat auf jeden Fall einen guten Auftakt. So. Ja, wir möchten regenerieren.
Wir möchten auch speichern. So, und ich gehe mal ganz kurz gucken, was da jetzt kommt. Ach, das geht alles noch weiter, ey. Das Schneegebirge. Okay, aber das sieht interessant aus. Wer da was bist du? Wer ist hier eine unterentwickelte Rosse? Oh Gott. Mamba, jetzt gibt's nichts. Achtung, ein Hinterhalt! Cool. So dumm sind sie anscheinend doch nicht. Ach, wie geil, das Schweinchen kennt man doch aus Dingens. Coole Viecher. Okay, gut, jetzt wollen sie es wissen. Dann hauen wir gleich hier den Ifrit raus. Und du machst nix. Also doch, gehst mal auf die Laschbacke. Die Namen, ey. Und du machst Feuerelement. Mal schauen, wie die burnen. Ah, gar nicht mal so gut. Aber klar, es sind ja auch keine Eisgegner, ne? Oh. Okay. Ich sehe schon, der Boss-Battle wird wieder sehr anstrengend, ja. Ich merke das schon. Ich merke das schon. Toll. Ich glaube, ihr seid doch unterentwickelt. Diese Viecher sind einfach nur widerlich. Hm. Dieses Gebiet ist nichts für uns. Gehen wir hier raus. Die heilige Lichtung ist nicht weit entfernt. Ja, was hat's mit dem denn? Ach so, ein toter Vogel. So. Gut, Freunde, jetzt haben wir ja noch einen kurzen, schnellen Bosskampf gehabt. Die Musik hat sich auch geändert. Ja, nächstes Mal wird's dann wahrscheinlich richtig interessant, aber ich möchte an dieser Stelle nochmal speichern. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Vielleicht das nächste Mal ja wieder. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, macht's gut. Bis denn, wenn's wieder heißt, Let's Play Eternal Legend.